Hallo und schönen guten Abend und willkommen hier aus Season 6. Willkommen zu diesem Video, wo ich mal über ein eher negativeres Thema reden muss. Vor allem auch als Warnung an viele Spieler da draußen. Es geht um ein Thema, was sich durch die letzten Diablo-Teile oder auch durch die letzten Seasons von Diablo 4 immer wieder so durchschlängelt. Und zwar das große Dupe-Thema. Aktuell hat Blizzard den Handel noch nicht ausgeschaltet. Eigentlich müssten sie es machen, schon seit circa knapp einer Woche. Pauschal können die fast die ersten ein, zwei Wochen der Season endlich mal den Handel ausschalten. Denn es gibt wieder große Dupe-Exploits. Was das genau bedeutet, bei einem Dupe werden Items dupliziert. Stellt euch vor, ein perfekt gerolltes 4 Greater Affix Unique Item wird mit Hilfe eines Bugs dupliziert, dass dann zwei Spieler dieses Item haben. Das dann nochmal, dann haben es 4, dann 8 und immer mehr und immer weiter und so fort. Und diese duplizierten Items finden dann ihren Weg auf den Trading Market. Dann ertradet sich jemand für 10 Milliarden, 20 Milliarden Gold, so ein perfektes Item. Und das Item ist nach einer halben Stunde weg. Uff, weil der Server sich denkt, guck mal, zweimal dasselbe Item, dieselbe Item-ID. Ich lösche automatisch eins davon. Ja, dann sind die 10 Milliarden Gold weg und das Item ist weg und der Seller macht sich aus dem Staub. Das ist leider die Realität, die momentan passiert. Und ich werde euch auch gleich ein paar Beispiele zeigen, wie ihr das grob erkennen könnt auf Diablo.trade. Denn ja, also gab es in der Vergangenheit, in den letzten Seasons oder in alten Diablo-Games halt auch immer wieder. Normalerweise hat Blizzard dann immer den Handel deaktiviert, bis sie diesen Dupe-Exploit quasi, diesen Bug, mit dem das Item dupliziert wird, behoben wird sozusagen. Und dann haben sie halt den Trade wieder angeschaltet. Ja, ich habe kurz was vorbereitet. Ich gehe mal kurz auf Diablo.trade, um euch einfach zu zeigen, wie das aussieht. Plus noch ein kleiner Trading-Tipp. Ja, wie man erkennen kann, was wahrscheinlich mit einer großen Wahrscheinlichkeit gedupte Items sind. Und zwar als allererstes fangen wir dann nämlich mal an, nicht in meinem Postfach, sondern hier bei legendären Items. Da kann man das sehr gut erkennen, wenn Items dupliziert werden. Und zwar, ich habe ja einfach mal nach Brustschützen gesucht mit Greater Affix Leben, habe ich glaube ich im Feld da drin. Und Greater Affix All Resistance. Ja, nee, ich habe nur Greater Affix All Resistance sogar gerade drin. Bei Legendary Items erkennt man sehr leicht, wenn sie gedupt sind, weil es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand ein Triple Greater Legendary Item hat mit exakt demselben legendären Aspekt, mit exakt demselben Roll. Das ist ultra, 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 ultra unwahrscheinlich. Und ihr seht direkt hier oben diese Chest, Greater Leben, Armor, Greater Leben, Armor, All Resistance, Leben, Armor, All Resistance, 31% auf dem Aspect of Assistance von zwei verschiedenen Personen. Wir scrollen ein bisschen runter und auch, guck mal, 31% auf dem Aspect of Assistance mit Life, Armor, All Resistance von wieder einer anderen Person. Was haben wir denn weiter unten? Greater Aspect of Assistance, 31% mit denselben Werten. Und wir sehen ja auch andere Paare, zum Beispiel Dex, Life, All Resistance, 23% auf Cheats Aspects. Das sehen wir hier unten auch wieder. 23% auf dem Cheats Aspect von zwei verschiedenen Personen. Dasselbe sehen wir auch hier, 23% auf dem Cheats Aspect. Guck mal, der hat es richtig gelistet, wenigstens mit Greater Dex quasi. Die haben es hier nicht mal mit Greater Dex gelistet, weil die Screenshot-Erkennung es nicht richtig erkannt hat. Und diese Paare quasi, dieses selbe Item immer und immer und immer wieder, erkennt man vor allem bei Legendary-Items halt relativ gut beim Traden. Wir müssen auf den Legendary-Aspekt achten, in Kombination mit den Legendary-Stats. Die Chance, dass da ein und dasselbe, exakt gleiche Item zu mehrmals gefunden wird, ist eine Chance von 1 zu 1 Milliarde. Das kann vorkommen, aber nicht in der Häufigkeit, in der man das hier sieht. Ja, ein Punkt, wie ihr bei Legendary-Items relativ schnell Dupes erkennen könnt, holt euch diese Items nicht. Auf gar keinen Fall. Es kann gut sein, ihr holt euch so ein Item hier für 13 Milliarden und eine halbe Stunde später verschwindet es einfach in eurem Inventar. Deswegen da als große Warnung für alle Leute, die am Traden sind. Traden ist ein essentieller Part von Diablo-Games. Seit Diablo 2, seit auch Anfangszeiten von Diablo 3 gehört das zu einem Game dazu. Es gibt manche Leute, die traden generell nicht gerne. Braucht man auch nicht machen. Man kann jedes Item und jedes Bild auch selber so sich erfarmen im Game. Aber wer gerne tradet, Trading ist was Spaß machen kann auf jeden Fall. Man findet Items, die man selber für sein Bild nicht braucht. Verscherbelt die quasi. Holt sich dann Items, die man für sein Bild braucht. So wie dieses Geben und Nehmen quasi. Innerhalb von der Community ist das sehr geil. Aber wenn der Markt halt mit sowas geflutet wird oder auch echt Geld-Trading-Seiten, sind natürlich absoluter Schmutz. Jo, darauf könnt ihr ganz gut achten. Da habe ich noch ein paar, noch einen Tab offen. Und zwar hier Tal'Dashar-Ringe. Unique Tal'Dashar-Ringe. Ihr seht, ich glaube, ich habe nach zwei Greater Affixen gefiltert. Und zwar nach, was ich nämlich oft da suche, Greater Cool Induction und Greater Non-Physical Damage. Da will ich einen Tal'Dashar-Ring haben mit 25% Damage auf dem Affix. Und diese beiden Greater, also Cool Induction, Non-Physical Damage und dann 25% beim Effekt,
Ist schon ultra selten. Ist schon zig Milliarden wert, das jemals zu bekommen. Vor allem, weil es gerade kaum Zork-Spieler gibt. Dann seht ihr hier schon die Preise von eher so schlecht gerollten hier. Schlechter Affix, 4 Milliarden, aber 4 Greater. 3 Greater, 22%, hier Make an Offer. 15 Milliarden, 22%, 4 Greater Affix. Ist nicht perfekt und so. Das sieht nach halbwegs normalen Preisen aus. Dann siehst du einen, auch für 15 Milliarden, gibt es aber dann hier einen mit 25% und 4 Greater Affixen. Das wirkt eigentlich relativ billig, wenn ich dann neben den sehe, der nicht mal Max Growth ist und 4 Greater Affix hat. Roll ich ein bisschen weiter runter. 30 Milliarden, 40 Milliarden, die sind ja auch perfekt. Guck mal, der ist ja auch perfekt. Guck mal, derselbe eine Typ hier verkauft zwei Stück, die auch perfekt sind. Da kann man so ein bisschen schon bei den Preisen grob rauslesen, in welcher Preissegment sich manche Leute hier aufhalten. Und welches so die realistischeren Preissegmente sind. Und wenn sich mal die Leute halt hier anschaut, ich habe mal hier einen geöffnet, diesen Grunge Bowl. Generell, wenn ihr Leute seht, die perfekte Items verkaufen, schaut euch einfach denen ihre Profile an, sozusagen. Bei Uniques quasi, wie gesagt, ist das schwer zu erkennen. Unique kann in perfekt mehrmals sozusagen existieren. Da ist die Chance nicht so unwahrscheinlich wie bei einem Legendary. Bei einem Legendary mit denselben Aspekten, das ist eine Chance wie von 1 zu 1 Milliarde gefühlt. Das ist eine Chance von 1 zu, ja, 100.000 Millionen oder sowas. Das kann vorkommen halt, das perfekte Uniques öfter existieren. Dann schaut man sich die Profile an. Das ist das Profil von diesem Grunge Bowl sozusagen. Und dann schaut ihr einfach mal, ist das realistisch? Hat eine und dieselbe Person. Gut, es gibt auch so Echtgeld-Seller, aber mit dem muss man auch nicht traden. Triple Greater Shure, 15 Milliarden. Vierfach Greater Amu, perfekt gerollt. Ah, ein Triple Greater, das ist vierfach Greater, das ist nur nicht richtig gelistet. Vierfach Greater, perfekter Midnight Sun nochmal. Vierfach Greater, 40 Milliarden, ja, der Tadasha-Ring. Ah, Triple Greater hier, Triple Greater, nur perfekte Items. Ach, alles perfekt, super perfekt alles. Mhm. Alles sehr realistisch. Und dann sieht man auch, guck mal, hier ist noch ein Tadasha-Ring und noch ein Tadasha-Ring und noch einen Midnight Sun und noch ein Fractured Winter Glass. Das zieht sich so durch. Nur damit ihr grob wisst, wenn ihr euch High-Endgame-Items ertradet, und ich versuche mir selber auch immer gute Items sozusagen zu ertraden, ich will ja teilweise perfektes Gear haben, habt ein Auge drauf, mit wem ihr handelt, mit wem ihr tradet, weil die Items können verschwinden. Und grundsätzlich sollte man natürlich diesen Markt nicht unterstützen. Auf gar keinen Fall jemals den Echtgeldmarkt unterstützen. Kauft euch niemals irgendwo Gold für Echtgeld, kauft euch niemals Items für Echtgeld. Das ruiniert auch so ein Spiel wie Diablo. Und schaut einfach ein bisschen drauf, mit wem ihr vielleicht handelt, wenn ihr auf Diablo.trade zum Beispiel hier am Handel seid. Deswegen, wenn ich mir mein Gear anschaue, ich habe mir auch hauptsächlich nahezu perfekte Items geholt, wo halt die wichtigsten Stat-Grader sind. Ich habe hier Handschuhe. Na gut, das sind nicht mal meine normalen Handschuhe. Ich habe mir bessere Handschuhe geholt. Und zwar hier welche mit Triple Greater. Alles Greater, 99%, außer Crit-Chance, weil das nicht wichtig ist, der Wert. Dann habe ich mir den Fireball-Stab geholt. Da ist nur Int und Fireball Greater Fix. Weil das sind noch die einzigen beiden wichtigen. Die in der Mitte sind nicht wichtig. Hauptsache 90%. Oder Tadasha-Ring, gut, den habe ich selber gefunden. 25% halt nur Greater Cooldown. Erst nur noch die wichtigsten Stats achten. Gut, mein Ammo ist sehr, sehr gut, aber da habe ich auch vorher geschaut, was hatte der Trader sozusagen für Items drin, ne? Vor allem, wenn ich mir Sorg-Items ertrade und ich schaue mir den Trader an und der Trader hat dann auch Sachen wie eine Raymond Chest drin stehen mit Einzug Greater Glass Cannon oder sowas. Oder hat halt noch ein Tadasha-Ring nebenbei drin stehen oder hat noch ein Stuff of Endless Rage drin stehen. Du siehst quasi, wenn das eine reale Person ist, siehst du quasi, guck mal, der spielt viel Sorg, der vertradet viele Sorg-Items. Guck mal, das ist einfach nur so ein Hin- und Her-Dupe-Trader quasi, der verkauft nur max-gerollte Items für alle Klassen quasi. Und halt generelle allgemeine Legendaries. Also das kann man gut schon da rauslesen. Ja, und das war auch der Hauptinhalt dieses Videos. Nur passt auf, mit wem ihr tradet. Haut bei wirklich absolut perfekten Items immer noch mal ein bisschen näher hin. Ja, und ich hoffe, dass Blizzard demnächst was unternimmt. Meinetwegen sollen sie für ein paar Tage Trading ausschalten. Hauptsache, sie kriegen den Dupe-Exploit dann auch gefixt. Okay, das war's. Ich würde mal sagen, wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.